Ja, hallo und herzlich willkommen zu GTA 5 Online und dieses hier wieder ein Top-Methoden-Video, um Geld zu verdienen bei GTA 5 Online. Es gibt, ihr wisst es selber ja auch schon wahrscheinlich, sehr viele Möglichkeiten in GTA 5 Online Geld zu verdienen und ich möchte einfach mal direkt loslegen, euch 5 Top-Methoden vorstellen, wie ihr Geld verdienen könnt. Muss aber im Vorfeld noch etwas dazu sagen, und zwar, ich habe nicht alle Methoden ausprobiert. Mir fehlt zum Beispiel seit dem Bunker-Update überhaupt ein Bunker. Ich habe immer noch keinen Bunker und kann deswegen nicht mitreden, wie viel man mit einem Bunker verdienen kann. Und ich habe seit dem Schmugglers-Update keine eigenen Hangar und kann auch nicht diese Schmugglermission machen. Allerdings kann ich zu den Schmugglermissionen Folgendes sagen. Ich habe die Schmugglermission schon mal mitgemacht und habe nicht das Gefühl, dass diese quasi hier in den Top 5 landen würden. Doch vielleicht würden sie darin landen, aber gehören nicht zu den allerbesten Möglichkeiten. Und deswegen könnte ich es immer noch nachreichen. Ich kann dieses Top-Methoden-Video auch immer wieder erneuern. Auf jeden Fall, das wisst ihr schon mal. Die beiden Methoden stecken hier noch nicht drinne. Aber ich wollte schon mal anfangen, weil ich alles andere schon ausprobiert habe und fange aber an mit den Dingen, die es einfach geschafft haben in die Top 5 und würde sagen, dann legen wir mal los. Auf Platz 5 gelandet bei mir mit einem Verdienst von 26.000 GTA-Dollar pro 15 Minuten, also im Eigenleib erfahren, sind die Missionen von Gerald. Die Missionen von Gerald sind spielbar. Wir können auch die Mission von Simeon dazu nehmen. Also ich glaube, bei beiden ungefähr das gleiche, was man da verdienen kann. Also pro 15 Minuten 26.000 GTA-Dollar ist schon ein ganz guter Wert. Auf Platz 5 hat es gereicht. Vorteile da bei Gerald ist, ihr müsst nicht viel investieren, also eigentlich gar nichts. Ihr könnt die Mission so starten. Ihr habt keine Startbedingungen, ihr braucht nur vielleicht eigentlich eine Waffe, damit ihr die Leute niederschießen könnt dort, weil meistens müsst ihr da welche ausrauben. Und ein Fahrzeug, vielleicht sogar den Kuruma, das wäre eigentlich die maximale Investition, den gepanzerten Kuruma. Und dann könnt ihr loslegen. Also sehr einfach zu starten quasi, diese Dinge. Und dann kann man auch schon loslegen. Auf Platz 4 der Top-Methoden ist gelandet der Fließer-Banküberfall. Ja, ich rede von der allerersten Heist, die ihr spielen könnt. Als Solo-Spieler natürlich jetzt nicht möglich. Ihr braucht zumindest einen Kollegen, der euch damit hilft. Und ja, dann könnt ihr schon loslegen. Pro 15 Minuten 40.000 GTA-Dollar verdienen, je nachdem, wie ihr euch das Geld jetzt einteilt. Auf jeden Fall lohnt sich das schon. Natürlich, der Aufwand ist ein bisschen größer. Ihr braucht erstmal ein Apartment mit diesen kleinen geheimnisvollen Räumen, damit ihr die Heist starten könnt. Und ihr braucht auf jeden Fall auch wieder sehr viel Disziplin, denn solche Missionen sind ein bisschen ja, langwierig. Ihr braucht ein bisschen Startkapital. Bei den Heists ist es ja so, dass ihr als Starter da heißt, erstmal Geld investiert und nur in der allerletzten Mission bekommt ihr ja wieder Geld raus. Auf jeden Fall ist das möglich. Ich habe da auch ein Video, glaube ich, sogar zu hier irgendwo drinne. Ja, doch, ich habe da ein Video drin. Ich habe es mit einem Kollegen zusammen gespielt. Ich weiß leider gar nicht mal mehr, wer das war. Ich glaube, der Vampy war das. Und dann haben wir die Fließer-Banküberfälle mal gemacht. Da könnt ihr sehen, nachweislich, wie ich das Geld da verdient habe. Und dass es auch 40.000 GTA-Dollar waren. Also Platz, ja, 4 war das, Fließer-Banküberfall. Und auf Platz 3 der Methoden, um Geld zu verdienen, ist auch schon Tagesziele gelandet. Das könnt ihr sogar auch solo machen, also solo möglich, Tagesziele. 57.000 GTA-Dollar könnt ihr damit verdienen pro 15 Minuten. Natürlich bei Tagesziele kommt eine sehr hohe Streuung da hinein, also mit Streuung meine ich, der Wert von 57.000, der kann sehr weit bei euch abweichen, weil die Tagesziele sind natürlich sehr unterschiedlich und je nachdem wie erfahren ihr seid, braucht ihr länger oder weniger lang für diese Tagesziele. Und wichtig ist, diese Tagesziele, das Geld, wovon ich hier rede, ist natürlich nur dann möglich, wenn ihr den Bonus bekommt. Das heißt, ihr müsst 7 Tage in Folge, beziehungsweise 28 Tage in Folge diese Tagesziele machen und dann habt ihr diesen Wert von 57.000 GTA-Dollar wohl erreicht. Ne? Also, das ist so die Bedingung. Das war schon Platz 3, also Tagesziele schon aufwendig, finde ich. Ist immer schwierig, so viele Tage durchzuhalten. Kommen wir zu Platz 2 und auf Platz 2 landet jetzt nicht das Ding mit dem höchsten Betrag, was man verdienen kann, sondern ich habe da ein bisschen auf die entstehenden Kosten geachtet und zwar, ich bin auch jetzt quasi schon hier beim Kokainlabor. Auf Platz 2 das Kokainlabor. Das liegt daran, es ist auf Platz 2 gelandet mit 63.000 GTA-Dollar. So viel kann ich damit verdienen. Bedingung ist allerdings folgendes. Ich muss das Labor voll ausgebaut haben, bis aufs Vollste. Das heißt, alle Verbesserungen und die guten Mitarbeiter, Security, das muss alles voll ausgebaut sein. Und ich brauche auf jeden Fall auch immer
ja, Zeit, um die Mission hier zu starten. Also ich habe das, diese Vorräte selber beschafft, nicht gekauft. Und dementsprechend muss ich viel Geld investieren und auch ja natürlich die Zeit. Aber die Zeit habe ich ja umgerechnet, deswegen ist das ja nun nicht weiter so tragisch. So kommen wir auf 63.000 GTA-Dollar. Ja, ich würde sagen, deswegen auf Platz 2. Die Summe ist eigentlich ganz toll, aber ihr müsst halt sehr viel Geld investieren, um erstmal da was scheffeln zu können. Und deswegen auf Platz an Nummer 1 der besten Methoden ist gelandet Import-Export-DLC quasi. Also nach dem Import-Export-DLC war es verfügbar, dass ihr Fahrzeuge verkaufen und importieren könnt, beziehungsweise ja, ihr stehlt diese Fahrzeuge und könnt sie danach verkaufen. Es gibt ja drei Klassen der Fahrzeuge, nämlich Mittelklasse, Kompaktklasse und Oberklasse-Fahrzeuge. Diese drei sind das, bringen unterschiedlich viel Geld. Ihr könnt aber ja auch Sammlungen verkaufen. Der Vorteil bei Sammlung ist ja, dass ihr dann alle Mitspieler das gleiche Geld bekommen, diesen Bonus. Und so kann man doch gut Geld verdienen. Ich glaube, ich hatte Glück damals in meinem Beweisvideo, hatte ich ein Oberklassefahrzeug verkauft und deswegen komme ich bei Oberklassefahrzeugen quasi auf den Wert von 60.000 GTA-Dollar, die man mit Import-Export-DLC, also mit dem Import-Export verdienen kann. Und ihr müsst halt darauf achten, dass ihr vielleicht euch ein bisschen auf Oberklassefahrzeuge spezialisiert, damit dieser Verdienst auch möglich ist und bleibt. Allerdings muss ich noch dazu sagen, ich habe einen Hinweis bekommen, dass sich eventuell die Verkaufserlöse verändert haben. Und zwar wurden eventuell die Oberklassefahrzeuge sind jetzt irgendwie 10.000 Euro weniger wert als damals, wo es abgedatet wurde. Und da muss ich quasi nochmal gucken, ob das stimmt und wie viel ich jetzt verdienen kann. Wir sehen, die Fahrzeuge stehen hier in der Garage. Diese Garage gilt es halt zu füllen. Und Oberklassefahrzeuge, so wie dieser ja, Centorno, der steht da ja schon, gilt es dann zu besorgen und zu verkaufen. Und das ist eigentlich die beste Möglichkeit. Ich habe sie dem Kokainlabor vorgezogen, weil die Investition natürlich nicht so hoch ist. Ihr müsst CEO sein. CEO kostet 1 Million. Das günstigste Bürogebäude quasi 1 Million. Und dann diese Lagerhalle kostet auch noch ein bisschen was. Aber ich finde doch, die Investition ist hier deutlich geringer. Und das Schöne hieran, der Spaßfaktor ist bei mir jedenfalls hier recht groß. Ich kann ja auch nur aus meinem Blickwinkel das euch mitteilen, wie ihr selber es empfindet. Das müsst ihr natürlich mit euch selbst ausmachen. Aber für mich ist hier der Import-Export einfach der Favorit. Und ja, mit einem Trick, sage ich mal so. Ich bin hier gesperrt immer dann, wenn ich ein Auto verkauft habe, muss ich warten, bevor ich das nächste verkaufen kann. Arbeitet am besten mit einem Kollegen zusammen und dann verkauft ihr mal ein Fahrzeug für euch selber oder für ihn und besorgt euch wieder Fahrzeuge für euch beide. Und dann könnt ihr loslegen und weitermachen mit dem Verkauf. Dann müsste die Zeit schon abgelaufen sein und das nächste Geld kommt rein. Und ja, ich würde sagen, das sind die Dinge, die Geld bringen. Das sind die 5 Top-Methoden. Ich habe, wie gesagt, bis auf Bunker und Schmugglers alles berücksichtigt. Und jetzt könnt ihr sagen, ja Moment, aber da fehlt doch noch die Spezialfracht Aufträge, die fehlen doch. Und ja, da möchte ich nochmal ein bisschen drauf eingehen, warum die das bei mir nicht geschafft haben, weil andere YouTuber machen damit richtig viel Geld, bloß ich nicht. Na, wie kommt das hin? Ja, es ist halt so, ich bin sogar fast bei der Lagerhalle. Hier ist zum Beispiel die Lagerhalle für die Spezialfrachtmissionen. Ich gehe das mal rein, bevor der mich abschießt. So. Ja, dazu habe ich habe angefangen, ein Video zu drehen, um das zu erklären, wie man hier richtig schön Geld verdienen kann. Und da ist mir aufgefallen, ja top, wenn ich kann Kisten einzeln kaufen oder 2 Kisten mit einem Auftrag oder 3. Der Nachteil hierbei ist, je mehr Kisten ich bestelle, umso teurer ist diese Anschaffung der Kisten. Und das sollte eigentlich nicht weit das Problem sein, wenn ich natürlich für die Mission genauso lang brauche, als für eine Mission einer einzelnen Kiste. Das heißt, eine Kistenmission, da hat so 10 Minuten gedauert, da habe ich eine 3-Kisten-Mission gespielt, die hat auch 10 Minuten gedauert, da dachte ich, super, wundervoll, das läuft und habe dann angefangen, 3er-Kisten-Missionen zu spielen und irgendwann, vor allem habe ich es ja solo versucht, musste ich dann mit einem Helikopter dauernd hin und her fliegen, weil ich 3 Pakete abholen musste, da habe ich dann tatsächlich eine halbe Stunde für gebraucht, um die 3 Kisten zu holen, also diese zeitliche Ersparnis war weg und dann kam ich nur noch auf einen Verdienst. Ich habe es ein paar Mal gemacht und habe immer wieder festgestellt, nein, die Missionen mit 3 Kisten dauern bei mir einfach länger, weil die Missionen an sich länger sind, das lag nicht an mir, würde ich mal so behaupten. Und es war einfach nicht möglich, zeitlich das so gut zu spielen. Ich hätte für diese ganzen Kisten Missionen richtig lange gebraucht.
nicht 5 Stunden oder 3 Stunden, wie einige das schaffen, hier so ein Lager voll zu machen. Ich war da deutlich drüber. Ich lag so bei 17 Stunden Spielzeit. Im Ernst jetzt. Kein Witz, 17 Stunden Spielzeit. Und ich habe wirklich ein paar Missionen gewartet, bevor ich dieses Informationsvideo hierzu abgebrochen habe und gesagt habe, nee Leute, das ist für mich einfach zu übertrieben lange, das lohnt sich nicht, also da mache ich mich hier, da rege ich mich nun drüber auf und deswegen ist dieses hier komplett rausgeflogen. Ich wäre auf 16.000 GTA-Dollar gekommen pro 15 Minuten. Das ist schlechter als die Geralt-Mission. Warum das bei mir der Fall ist, ich weiß es nicht. Ja, wie gesagt, ich habe es gerade gesagt, die Missionen waren einfach nicht der kürze spielbar. Es gab definitiv, ich kann es auch nochmal wiederholt sagen, es gab Missionen, da konnte ich innerhalb von 10 Minuten 3 Pakete holen. Allerdings war das nur eine Ausnahme und ich musste immer wieder 3 Pakete einzeln transportieren und dadurch hat sich die Spielzeit einer Mission so lange hinausgezögert, dass ich für ein Paket so um die 10 Minuten gebraucht habe. Dann waren das 1110 Spielminuten für die Pakete ungefähr. Und wenn wir das alles durchrechnen durch die Summe, die man verdienen kann hier, das, wir reden hier von 2,2 ist das Lager dann wert, 666.000 man investiert, das kann man ja abziehen, dann ist man noch so bei 1,5 Millionen, die man hier verdienen kann, rein verdient 1,5, aber bei einer Spielzeit von 1110 Spielminuten machte das dann nicht mehr so viel Sinn und dann habe ich gesagt, nee, brichst du ab, habe ich mir gemerkt und teile ich euch so mit. Wenn ihr da andere Erfahrungen habt, teilt das gerne mal hier rein. Also vielleicht bin ich da auch einfach ein schlechter Spieler und kann einfach nicht diese Mission zügig machen. Ich habe es mit der Savage gemacht, also ein Helikopter habe ich definitiv benutzt. Nicht, dass ihr sagt, wenn er mit Auto gefahren ist, ist ja ganz klar, dass er es nicht schafft. Also ich bin definitiv mit einem Helikopter dahin geflogen. Und ja, deswegen, dieses hier hat für mich keinerlei Ernennung verdient in den Top 5 Methoden. Da ist die Begründung jetzt von mir gerade abgeliefert worden und dann war es das auch schon. Also nochmal erwähnt, die Reihenfolge am Ende, falls ich liste es nochmal auf. Auf Platz 5 den Geralt und Simeon Missionen mit ca. 26.000 GTA-Dollar, dann der Fließerbanküberfall mit ca. 40.000 GTA-Dollar, dann die Tagesziele mit 57.000 GTA-Dollar, allerdings mit dem Hinweis, dass ihr alle 28 Tage lang diese Missionen gemacht haben müsst. Ihr braucht diese Bonussumme braucht ihr dazu, sonst schafft ihr nicht diesen Ertrag. Denn das Kokainlabor mit 63.000 GTA-Dollar und am Ende am besten ist der Import-Export, da verdient er 60.000 GTA-Dollar. Ist wie gesagt vor Kokainlabor gelandet aufgrund der geringeren Investitionskosten. Und ich hoffe, ihr könnt, oder euch hilft das weiter, ihr stellt das hoffentlich auch am eigenen Leib fest. Und falls ihr etwas anderes kennt, erlebt habt oder wie auch immer, also wenn da etwas kommentarbedürftig dabei ist bei euch, dann scheut euch nicht, schreibt das hier in die Kommentare. Es soll allen Spielern helfen, die sich das hier angucken, wie man hier am besten Geld verdienen kann. Und ja, ich bedanke mich soweit fürs Zuschauen und sag mal bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.